Attack the bulwark des Feindes ist die Festung wichtig und in ihr das Fort Eben Emael. Es gilt mit seinen 22 Werken, seinen 40 Geschützen und seinen 1200 Mann Besatzung, gesichert durch den tiefen Kanaleinschnitt, als uneinnehmbar. Die Luftwaffe zerstört eine Reihe wichtiger Befestigungsanlagen und schafft für den Feind eine ebenso schwierige wie unerwartete Lage. Gegen die Außenwerke setzt der Landangriff deutscher Infanterie und deutscher Pioniere ein. Aber vor Eben Emael liegen Maas und der Kanal. Und die Brücken sind gesprengt. Feindlichen Feuer bleibt der Angriff zunächst liegen. Erst in der Abenddämmerung des 10. Mai gelingt es einem Stoßtrupp von 17 Pionieren, im Feuer der feindlichen Außenwerke auf Floßsäcken den Kanal zu überqueren. Außenwerk 4. Mit ihm steht und fällt Eben Emael. Bereits am 11. Mai kapituliert Eben Emael. Der Welt stockt der Atem. Wenige todesmutige deutsche Soldaten haben die Bresche durch den Wall von Beton und Stahl geschlagen. Angriff des rechten deutschen Heeresflügels kommt ins Rollen. Der Albert-Kanal wird an mehreren Stellen überschritten. Fehlstellung, Ijssel und Grebbe Linie werden bezwungen.
18. Armee des Generals von Küchler und die 6. Armee des Generals von Reichenau sind in unaufhaltsamem Vordringen. Noch immer halten die Fallschirmjäger die Brücken von Moerdijk und Rotterdam. Der Weg in die Festung Holland ist erzwungen. In den Reihen des Heeres kämpft die Waffen-SS. Zweierlei ist erreicht. Die Gefahr für das Ruhrgebiet ist beseitigt. Die Rheinmündung ist fest in deutscher Hand. Die Hauptkräfte des rechten deutschen Flügels stoßen weiter südlich auf den alten belgischen Schlachtfeldern mit der Masse des Feindes zusammen. Die Schlacht des Krieges bereitet sich vor. Die Panzerdivisionen von Berlin und Paris liegen sich gegenüber. Ihre vielgerühmten schweren Panzer ein. Die deutsche Führung befiehlt den Angriff der Panzer.